Nachdem wir gestern nicht noch den Eingang gefunden haben. Von dem Dunkeltempel, hieß der so. Tempel des Finst der Finsternis. Alles klar. Hab ich mich gestern noch mal ein bisschen informiert. Und weiß jetzt, wie man da hinkommt. Weiß nicht, wie man darauf kommen soll, aber okay. Reparieren wir nochmal kurz die Rüstung überall. Die sieht ja schon nicht mehr so doll aus jetzt. Schild, ne? Sieht so gut aus. Yeah. So. Machen wir uns mal unsichtbar. Muss man nämlich hier durchgehen. Wenn man jetzt hier nämlich nochmal durchgeht. Kann man hier irgendwann woanders rauskommen. Weiß nur nicht. Ich habe es gerade eben einmal ausprobiert. Da hat es geklappt. Und dann kommt man nämlich irgendwann hier hin. Wie auch immer. Das zu verstehen ist. Keine Ahnung. Aber naja. Schloss. Schlamming. Aha. Ne, da wollen wir ja gar nicht hin. Ich glaube auch, dass wir hier jetzt immer noch nicht richtig sind. Ach, guck mal, hier hinten ist grün. Dann können wir den mal kurz nachsetzen hier. Obwohl der ja mittlerweile jetzt 9 Stunden hält, ne? Das ist schon echt. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Wenn man hier rechts und links eigentlich noch rauskommt, wenn man runterfällt. Sachen, die ich jetzt nicht ausprobieren möchte. Wir gehen nochmal zurück und gucken mal, ob wir vielleicht noch irgendwo anders rauskommen könnten. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Wieder da. Müssen wir vielleicht in das Schloss rein? Kann das sein? Machen wir die halt weg. Muss nur kurz mal schauen, ob wir da wirklich hin müssen. Oder ob das vielleicht gar nicht der richtige Ort ist, wo wir hin müssen. Sind wir? Wir sind jetzt ja in Pit. Pied. Da, das ist Castle. Und. Müssen an sich müssen wir hier hin, in den Tempel. Wie kommen wir da hin, ne? Wie kommen wir in den Tempel rein? Nicht, dass wir jetzt hier das ganze Schloss leer räumen. Und am Ende müssen wir hier gar nicht hin. Kiste mit Zul. Ah doch, da müssen wir ja eh hinkommen. Machen wir den durch hier und schauen, ob wir von hier dahin kommen, wo wir letztendlich auch hin wollen. Wir machen kurz mal über die Schwäche weg. Und dann brauchen wir hier den
Ein Buff neu, denke ich mal. Wie lange halten die hier noch alle? 2 Tage, 12 Stunden. Die Interesse ist 3 Stunden mit Schutz vor Magie. Es hält eigentlich alles relativ lange noch, ne? Wir haben jetzt nur Eile, haben wir jetzt nicht. Und sonst haben wir noch alles. Den könnten wir nochmal nachmachen. Das ist der Brandring. Den können wir nochmal nachbuffen. Er sieht ja halt richtig verdeppelt aus, wenn er schwach ist. So, mach du mal deinen Feuerring nach, bitte. Und du könntest dann nochmal Schutz vor Magie gegen Magie machen. F11. Zack. Hast du dein magisches Auge noch aktiv? Jetzt auf jeden Fall. Gucken wir hier mal rein. Oh, was bist du? Totenbeschwörerin nur. Gehen wir da halt auf Nahkampf ran. Dann ist das auch gar kein Problem. Es geht hier oben. Gar nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da einfach nur das. Ist schon wieder runtergefallen? Ja. kurz mal Normal Speed anmachen. Okay, hier ist so ein. Okay, da kommt man runterfallen. Das hat man nämlich gar nicht gesehen im Double Speed. Ist hier bestimmt wieder einer. Das ist die Herrscherin des Todes. Scheiße. Machen wir doch mal halt gut. Würde ich behaupten. Hier, das hat bestimmt genau. Oh. Licht. Das ist nun Licht. Und das andere ist ein. Weiß Licht. Okay. Easy. Und dann liegt er auch mal ganz schnell, würde ich sagen. Ganz schnell. 3 Stunden noch Regeneration drauf. Das buffen wir nicht nach. Da wir ein bisschen sparsam mit der Mana sein müssen. Spiel gespeichert. Oben ist doch jetzt. Ah, guck mal, hier hinten ist noch eine. Ist hier um die Ecke denn auch noch eine? Ja. Machen wir nämlich jetzt erstmal die weg, würde ich sagen. Aber guck mal, die können wir gar nicht beschießen von hier. Okay, dann ist alles gut. Das ist aber auch die heftige, ne? Herrscherin des Todes, ja. Müssen wir mal schauen, dass die uns nicht gleich aus dem Leben haut. Das war der falsche Zauber. Weiß auch, was uns noch fehlt. Bewahrung. Machen wir erstmal. Könnten eigentlich mal ganz gut ein geteiltes Leben machen da, ne? Wo ist der? Und in der nächsten Runde macht sie auf jeden Fall Bewahrung wieder mit rein, dass ich da nicht daran gedacht habe. Weil dann sind die nämlich auch nicht mehr so dolle. So, schnell auf den anderen Ruf da. Komm hier nicht runter. Und schnell mal hier. Oh, da war ja noch eine. Mal cool, wie sie da so hochsliden, ne, manchmal, die Treppe. Deswegen, das ist das Spiel nochmal so richtig ein geiler, nicht ein geiler Grafik, aber so halt in neun, ne? Das wäre so nice. Komplett vom ersten nochmal anfangen. Alle durchspielen. So Bock zu. Das sind Vampire, glaube ich, die ich da gesehen habe.
Warum sieht mir das? Da weiß ich noch nicht so, ob ich da jetzt unbedingt hingehen möchte oder ob man die vielleicht rauslocken kann. Genau so wollte ich sie rauslocken. Sehr geil. Nö. Jo, schön, 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 schön. Was ist das? Wächter? Ja, die können anscheinend auch nicht so krass was machen. Erscheinung. Weiß ich nicht, ob die uns älter machen können. Die hielten wir noch einmal kurz hoch. Kurz einen Speicher reinhauen. Jetzt kommt wieder eine recht schwierige Stelle, denke ich mal. Obwohl, das sind jetzt nur die Gespenster, die sind noch easy. Aber wenn wir jetzt eklig von beiden Seiten gleich beschossen werden, ne? Dann ist das echt nicht so angenehm. Nur eine Wächterin. Brauchen halt eigentlich mit ihm auch nochmal einen vernünftigen Feuerzauber. Einen haben wir, glaube ich, sogar schon. Machen wir kurz die Erscheinung weg. Die Erscheinung weg. Da ist ein Wächter und ich glaube, hier sind zwei Wächter. Man sieht es nicht so richtig. Heilung reinballern. Noch einer am besten. Ja, so sieht's gut aus. Ah, was ist das da, was auf mich zukommt? Ich weiß es nicht. Fliegt weiter, schön. Fliegt weiter. Das meine ich halt jetzt von zwei Seiten. Jetzt ist echt ungünstig, vor allen Dingen ist da auch noch eine Sprecher für Toten. Und die ist halt echt stark. Lol, das sind auch nochmal welche. Na, komm halt noch ein bisschen hoch. Noch eine Regeneration abwarten. Da war sie doch. Speichert auch nochmal rein. Das ist echt gerade nicht ganz so leicht da. Ich will was versuchen. Gehen da vorne hinter die Säule. Dann können wir doch von hier jetzt erstmal auf Dino schießen. Alter, was kommen da denn für Sachen rein? Mal laden. kriegen wir die nicht einzeln? Gehen erstmal kurz hier nur so hin. Bam. Und dann hauen sie da schön ab, oder was? Es ist da jetzt. Kommt nur die Wächterin jetzt, oder? Ah, dahinter ist auch noch eine. Sprecher für Tote. Aber davon zwei ist halt zu krass. Die haut wieder ab. Oh, noch eine Sprecherin. Kommt davon zwei Dinger rein und du bist weg, ne? Das ist jetzt hier gerade nicht ganz so leicht. Könnten ein bisschen mit dem Feuerball arbeiten. Nur im Freien. Säurestrahl könnten wir ausprobieren. Wird die damit ein bisschen schneller wegbekommen. Können jedem einen Stab eigentlich geben. Das könnten wir mal machen. Chris Eis.
Stab des Faustes kriegst du. Du kriegst erstmal eine vernünftige Rüstung wieder. Hopp. Kannst du nicht, bringt irgendwas? Feuerresistenz nur. Und dann nochmal eine Klinge für ihn hier. Kann er eigentlich unser Krieger auch einen Stab nutzen? An sich schon, oder? Und sogar noch das Schwert dazu. Sehr geil. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Aber ich würde sagen, auf meine alte Technik. Mit meiner alten Technik. Wo wir dann von hier. Huhuhu. Bam. Macht einen ganz anderen Eindruck, würde ich mal behaupten. Das ist natürlich jetzt ungünstig, dass sie hier alle aufeinander stehen. Aber guck mal, mit einer Runde hauen wir die fast weg. Einfach Mili draufknüppeln. Macht mehr Schaden. Was Todes greift dich nicht an, da hast du recht. Ich habe jetzt gerade allen Zauberstab gegeben. Das Blöde ist nur, dass zwei Sprecher für die Toten dabei sind. So, die stören mich gerade ein bisschen. Gut, jetzt drücken wir uns erstmal. Machen hier so einen Speicher. Der ist sehr schön gekommen dahin. Und als ich gerade so gegen zwei gekämpft habe, war ich innerhalb von ein paar Sekunden, eine Runde war ich weg. So wie jetzt. Weil die uns von da treffen. Sehr gut. Müssten wir eigentlich mal irgendwo rasten können, aber das können wir halt leider noch nicht. Ich bin nämlich nirgendwo im freien Bereich. Meine ich jedenfalls. Sind wir denn hier oben? Oben können wir auch nirgendwo hin, ne? Schießen oder so. Taktisch leider nicht nutzen. Wurde gerade von hinter uns geschossen? Nee. Guck mal, die hatten Angst, die sind abgehauen. Jetzt im grünen Bereich finden, das wär's. Mal kurz einmal rasten. Oh, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ist schon wieder rot. Hat man doch gerade erst repariert. So. Du kriegst die hier wieder. Du kriegst den wieder. Den. Müssen wir irgendwo eine Aufladung erneuern? Gut, jetzt erstmal nicht. Hier würde ich es gerne machen. Weil ich den eigentlich nicht verlieren möchte. Ich glaube, dass das ein recht starker ist. Aufladen. Da. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber naja. Spielgespräch. Greifst du hier von hinten an, ey? Das kann ich ja haben, ne? Ist ein König? Ne. War noch gut One-Hit-mäßig weg. So, jetzt Ausdauer brauchen wir noch. Grünes Fass. Nein, wieder Stärke. Und gelb. Bin schon recht stolz auf mich, dass ich die Farben so einigermaßen auswendig kenne. Hier liegt noch ein Buch. Blitzstrahl.
Das könnte doch mal ein netter Zauber jetzt mal sein. Schleudert einen Blitz auf ein einzelnes Ziel. Dieser verursacht 1 bis 8 Punkte Schaden pro Fähigkeitswert. Das ist schon. Den kriegst du mal in deinen Standard rein. Den probieren wir gleich mal aus. Was hatten wir? Ist hier irgendwie eine Geheimtür oder so? Sieht da irgendwie so danach aus. Aber es könnte auch über uns vielleicht sein. Was ist denn hier oben noch? Nix, ne? Soll einfach nur schön aussehen, denke ich mal. So, was ist hier oben? Sind da noch Leute? Hello? It's me? So locker eine Verbindung nach unten hin oder so. Warum wir springen runter? Bestimmt irgendwie eine Geheimtür? Nee. Nur eine Treppe. Grünes Fass. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Die nehmen wir. Und noch eins? Ja. Was ist das? Kiste mit Seelengefäßen. Oh, das haben wir doch gesucht. Der ist doch erkennen. Plus 10 auf Stärke und Charisma. Passt irgendwie nicht so gut zusammen. Ich glaube, für Paladin oder so könnte das wieder gut passen. Brauchte man nur einmal Seelengefäß oder was stand in der Anzeige? Holt die Kiste mit Seelengefäß. Also an sich sind wir hier durch. Ich habe auch gestern noch gesucht, wo. Ach, hier ist sogar eine Treppe. Na toll. Wie wir zum Tempel der Finsternis kommen, aber ich habe nicht gefunden, wie man da hinkommen soll. Ich hatte hier schon Schwierigkeiten hinzukommen, weil man ja irgendwie doppelt durch den Teleporter gehen muss oder so. Diese kleinen Räume sind ja echt angenehm manchmal, ne? Wenn dann jetzt nicht so zweimal welche von diesen starken Damen da sind. Da ist nichts. Okay. Ich finde, das sieht irgendwie so aus, als wenn ich das auch noch hochfahren könnte. Tempel ist einmal durch den Teleporter beim Heiler mit drin. Ach, der ist da mit im Gebäude drin, ne? Okay. Okay. Könnte ich ja rein theoretisch jetzt mich auch hier wieder rausporten. Doppelter Schaden gegen Titan. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Oh, da wäre. Würde ich mich mehr über Zauberpunkte freuen, ne? Kriegst du aber auch mal mit rein. Für was auch immer. Was hast du? Charisma? Trefferpunkte, Zauberpunkte, Seelenzauber. Ich würde es tatsächlich für Trefferpunkte machen. Bob. Kriegst du hier noch ein paar mehr Trefferpunkte? Sie denn? Könnte ich ja rein theoretisch jetzt raus. Irgendwie will ich mir das hier auch noch ein bisschen angucken. Hier unten, das war der Raum, den ich schon hatte, ne? Könnten da auch die Treppe noch runtergehen. Hier
Hier kommen wir auch runter. Hier ist der Weg, den ich vorhin schon gesehen hatte. Vampire können da bestimmt einen auch verfluchen oder so. Also mich jetzt nicht mehr, aber vorher bestimmt. Ah, guck mal, es ist grün. Jetzt könnten wir eigentlich mal eine Runde rasten gleich. Eissturm. Oh, ganz schön viele Eiszauber hier. Was kann denn Eissturm so genau? Das Wasser? Wahrscheinlich, ne? Schleudert eine Kugel aus Eis in die Richtung, in die der Zauberer schaut. Die Kugel zerbürst, wenn sie etwas trifft, und schleudert 7 Eissplitter in alle Richtungen, außer in die des Zauberers. Die Splitter schießen so lange hin und her, bis sie etwas treffen oder schmelzen. Jeder Splitter verursacht 12 Punkte Schaden, plus 1 bis 3 Punkte pro Fähigkeitswert in Wassermagie. Nicht verkehrt. Uns ist hier nichts Interessantes, ne? Wenn auch in dem Spiel fehlen immer ein bisschen die Stühle, ne? Das werden die hier alle nicht sitzen. So, jetzt ist aber grün. Jetzt rasten wir mal eine Runde. Natürlich werden wir angegriffen. Auch gar nicht so schwach. Okay. Das dachte ich mir, dass das passiert. Unschön. Hier hatten wir ja das schon, ne? Ja. Müssen wir den Raum nur nochmal frei machen und sollten vielleicht vor. Guck mal, hier können wir auch rasten. Hier klappt es sogar. Ist ganz gut. Müssen wir uns aber natürlich nochmal neu nachbuffen. Tag der Götterin. Den Feuerring rein. Habe ich da eigentlich auch magisches Auge mit drin bei den ganzen Massenbuffs? Bin ich mir jetzt unsicher. Na komm. Stunde der Macht. Yes. Ist da das magische Auge mit drin? Nein. Bis jetzt ist das noch nirgends. Und da oben ja eigentlich auch nicht. Da muss ich das tatsächlich immer einzeln nochmal machen. Weil ich hab's jetzt hier nicht. Doch, da unten ist es. Magisches Auge. Gut, dann ist das auch mit drin. Das ist sogar 3 Tage hält das. Aber wenn man schläft, dann geht das ja immer weg. Ja. Würde auch nochmal interessieren, ob man irgendwas Gutes finden kann für Mana wieder hochbringen. Vielleicht müssen wir uns mal ein bisschen mehr mit Alchemie beschäftigen. Habe ich mich ja nun mal noch gar nicht mit beschäftigt, so. Wir gespeichert und jetzt gehen wir nochmal. Da waren wir. In den Raum hier rein. Gucken wir uns das nochmal in Ruhe an und hauen die weg. Ja, easy. Und da wir jetzt hier auch nicht schlafen müssen und hier irgendwie die Totendamen da kommen, ist das ja auch relativ einfach hier drinne. Es ist hier bestimmt ein anderer Zauber. Nee, bleibt immer der gleiche Zauber, okay. Da war da ist noch eine Sache. Ist hier noch irgendwie auf dem Fußboden? Ach nee, das war die Truhe, die noch blau angezeigt worden ist. Dann haben wir jetzt eigentlich hier oben alles soweit durch und können hier über diese Treppe mal schauen, wo wir da hinkommen. Sind wir wieder hier? Und das ist der Weg dafür. Und irgendwie fehlt dann noch die andere Treppe von dem anderen kleinen Raum. Wo führt die denn hin?
ich auch Federfall immer jetzt an? Ja, gut, dann kann ich auch überall vernünftig runterspringen. Gucken, wo kommt man jetzt hier raus? Aha. Warum wird hier mir was blau angezeigt? Ist hier irgendwas auf dem Boden? Nein. Da unten sind. Das ist immer so fies, weil die dann immer unter der Brücke gleich verschwinden. Aber ich sag mal so, beeindruckend tut uns das wirklich nicht. Dann können wir die hier nämlich entspannt wegmachen. Vielleicht muss man hier so ran. Gehen auf Nahkampf. Schön. Jetzt da hinten noch irgendwie ist keine mehr, ne? Will die doch wieder hoch. Warum springt er denn nicht? Ist jetzt blöd. Jetzt habe ich es geschafft. Keine Ahnung, was da jetzt los war. So, mit dem Schiff konnte man doch, glaube ich, jetzt irgendwie irgendwo hinfahren oder so. Kann das sein? Ah, guck mal. So, wenn ich gefühlt jetzt immer noch an gleicher Ort und Stelle, so. Da ist eine Treppe runter. Können wir die nämlich hier entspannt alleine wegmachen? Die haut der dann doch immer noch mal ein bisschen anders zu. Schön, das war gut. Sie noch nicht noch irgendwas Ekliges reingehauen hat. Meichern. Ist das auch? Ist das nur so eine normale? Dann kommen hier nur noch die Vampire. Ja, auch echt schnell um alle Farben hier gefühlt. Gehen wir doch ein bisschen weiter weg. Hat sie das gerade nicht genügend Zauberpunkte? Die Vampire können den Mana vielleicht entziehen? Kann das sein? Macht das Sinn? Boah, sind noch ein paar viele Vampire, ne? Sehe ich gerade, dann könntest du doch mal hier. 42 Schaden. Alter. Jetzt nicht. Kannst ja mal deinen Feuerball ausprobieren. Oder treffe ich mich hier selber? Nö. Alles gut. Der ist das weg. Und die hier müssen doch jetzt auch mal alle so langsam mal umfallen. Auch immer so fies, dass sie dann da hinten verschwinden. Ne, du verschwindest mir nicht da hinten. Dann pock den nachher wieder zu suchen oder so. Alter Vampir. Vielleicht ist das Dracula. Weiß man ja auch nicht genau. So. Eine Fackel. Eine Feder nochmal mitnehmen. Die Jungs hier unten looten. Gibt hier noch einer? Ja. So, jetzt haben wir da auch alle. Da unten liegt noch einer. Mal kurz speichern. Oh, wir haben auch vorhin vergessen, Regeneration drauf zu machen auf alle. Ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Jetzt will ich aber mal was schauen. Oder hat mich hier das Rüberfahren vielleicht Mana gekostet? Wir versuchen das mal bei dir. Nö. Und es kommen jedes Mal wieder welche neu. Oder ne, jetzt bin ich ganz woanders, ne? Ne, ich bin hier. Gut, dann gehen wir jetzt da längs.
Dann haben wir nämlich hier unseren Safe Spot. Schlafen wir eine Runde. Und buffen uns wieder neu durch. Tag der Götter, jo. Feuerring. Alles mal reparieren. Und diesmal auch Regeneration mit drauf machen. Ist ja dann doch schon blöd bei sowas, wenn dann die keine Mana mehr hat, aber eine noch down ist und man nicht hochheilen kann. Tränketechnisch hätten wir das natürlich machen können, aber egal. Den. Magisches Auge müssen wir nicht, haben wir gerade eben festgestellt. Dann Tag des Schutzes reinmachen. Und wichtig auch immer Schutz vor Magie und Bewahrung. Das hat mir bestimmt schon einige Male den Tod erspart. Schutz gegen Magie. Lol, ist drin. Und Bewahrung. Schön. Überall Regeneration drauf. Abspeichern und Abfahrt. Komm. So, noch du, zack. Könnt ihr trotzdem jetzt nochmal da hingehen? Und die nochmal wegmachen. Mit denen haben wir ja eh noch eine Rechnung offen. Sprecherin des Todes. Kann ich auch treffen von hier, also alles gut. Und die mich ja irgendwie anscheinend nicht so gut. Dann machen wir die hier schön weg. Recht easy. Easy so. Könnte ich da jetzt einen schönen Feuerball vielleicht mal reinsetzen? Hat Karl, glaube ich, keinen Schaden zugefügt. Und wenn du mal deinen Eissturm dahin machst. Der hat ein bisschen Schaden zugefügt, glaube ich. Wir machen die auf Nahkampf jetzt. Das meine ich, das ist halt immer so ärgerlich dann, dass die da direkt im umgeschossen werden. Nee, komm, das machen wir noch mal. Treffen die ja schon, aber es dauert halt jetzt überlange jetzt, glaube ich. Wenn wir zumindest uns konzentrieren könnten, dass wir die Hauptdame von denen zuerst wegmachen, dann würde ich ja vielleicht nah rangehen, aber so. Die eine haut da hinten schon wieder ab. Das ist die Hauptdame von denen. Die lassen wir aber nicht. Lassen wir entkommen, natürlich. Da ist noch eine. Da waren zwei Stück. Okay. Dann ist ja klar, warum die uns gerade eben so schnell weggemacht haben. Jetzt ist ja nur noch eine da. Dann könnten wir jetzt ja auf Nahkampf machen. Geht das hier auch mal ein bisschen schneller alles. Sehr schön. Sind da noch welche? Und da hinten im Tunnel noch. Machen wir die zuerst weg. Ja. Gut, 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 gut. Da ist eine Sprecherin. Die lassen wir mal hier schön rankommen.
Wo ist sie hin? Das haut auch immer rein, der Schaden manchmal. Jetzt können wir den Rest doch hier entspannt auf Nahkampf wahrscheinlich wegmachen. Easy. Aber durchs Boot können wir natürlich jetzt nicht plündern. Naja. Weiß natürlich jetzt nicht, ob die so die krassen Sachen haben. Ich meine aber, wir kriegen auch nicht so viel Schaden, wenn wir hier runtergehen. Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Da, 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 da. Oh, nee. Na gut, wir haben Regeneration wiederum drauf, ne? Egal, lassen wir. Gutes Loot. Den haben wir uns ja wohl auch verdient. Hier ist, da waren wir auch schon. Den Bereich wollten wir nochmal frei machen, oder ich zumindest. Wir könnten noch. Da ist noch Gold auf dem Wasser. Verlockend, verlockend. Ich habe allen Regeneration gegeben, nur ihr nicht. Kannst du keinen erzählen, ne? Kannst du nicht erfinden. Und das ist doch bestimmt jetzt der Königssaal sozusagen. Erstmal hier die aufmachen. Hat sie. Eigentlich schafft sie auch ganz gut, die Fallen jetzt immer zu entschärfen, ne? Dafür, dass sie ja nicht so wirklich gut ausgebildet ist da in der Richtung. Mahlzeit. Muss doch bestimmt Knast, oder? Ne, Tür ist verschlossen, okay. Kann ich nicht mal hin. Dann gehen wir jetzt aber raus. Aus dem Grund, dass wenn wir uns jetzt in die Grube porten würden, stehen wir ja mitten in der Stadt. Und dann will ich lieber unsichtbar mich vormachen und dann so da rein. So, wir müssen jetzt zum Heiler. Das erste Portal, da soll der Heiler sein. Und da auch gleichzeitig der Tempel. Hier bin ich falsch. So. Muss man aber auch echt drauf kommen, dass man hier öfters durchgehen muss und dann woanders hinkommt. So. Okay, wo ist hier der Heiler? Was bist du? Du bist es nicht. Bist du ein Heiler? Nee. Schwarze Magie. Wäre leider auch nicht Mitglied. Jetzt hätte man das wahrscheinlich auch mal ein paar mitgenommen, ein paar Zauber. Erde. Muss ich vielleicht gar nicht? Oder ist der draußen der Heiler? Wir gucken draußen nochmal nach. Bin ich nochmal in den gleichen Ort geportet worden? Okay. Danke. Bin ich hier? Oder sind das drei Orte, wo man hier hingeportet werden kann? Also das ist der Bereich. Das ist der. Und ist das vielleicht hier oder war ich hier gerade? Hier war ich nämlich auch noch nicht. Guck einer an.
Guck einer an. Und er ist hier jetzt bestimmt irgendwo der Heiler, könnte ich mir vorstellen.